Holy shit, this is scary. I know. But we're here. Let's go find the best way in. Whoa, check this out. Fresh tire tracks. Dude, somebody was just here. Then we need to get in that barn. Okay, das, was jetzt wirklich sehr schmerzlich gewesen ist, war jetzt die Tatsache, dass ich das mit dem Geburtsdatum ja relativ zu Anfang gesagt hatte und gedacht hatte. Hm. These are thick tracks and definitely fresh. Nathan's SUV? Hallo, Eichhörnchen. Chloe, I found the front door. Come on. Ich hab den Eingang gefunden, genau. Oh, yes. Maximus rules. God, wollte eigentlich nur ein Foto vom Eichhörnchen machen. I have goosebumps all over. Come on, Supermax. Blair Witch, ernsthaft dieser lahme Film? Hey, check out this old chest. A little louder, Chloe. Jeez, that is ancient. Jackpot. Old shit. No, look closer. Harry Aaron Prescott and family donate new library to Arcadia Bay. Prescott Industries celebrate grand opening. The Prescotts bring bomb shelter boom to town. My scrapbook. You search for more clues and I'll scope out the area. Ja, zwischen Heugabeln und Mistballen, genau. Yes, old Prescott clippings. Even Harry Aaron Prescott was into selfies. Ich meinte natürlich Mistgabeln. Den Eingang. Ja, ich weiß nicht. Konnte ich mir da vorne noch was angucken? Ich wollte eigentlich hier noch was sehen. Hallo Vögelchen. Kann ich von dir kein Foto machen? Schade. Ich wollte hier nämlich eigentlich geguckt haben, ob ich da noch irgendwas machen kann, aber anscheinend nicht. Es ging jetzt auf einmal alles so schnell. This tractor has paid its dues. Okay, there's no reason for anybody to drive out here. Must be. I guess the Prescotts were just born bastards. 22. Juli 1903. Martin Lewis Prescott, Prescott Range, Arcadia Bay, Oregon. Sehr geehrter Mr. Lyndon. Ich schreibe Ihnen im Hinblick auf Ihre ausstehenden Schulden, die Sie zu ignorieren beabsichtigen. Die Prescotts mögen keine etablierten Geschäftsmänner sein, aber wir sind Geschäftsmänner und erwarten, was uns gebührt. Wir fassen ihr Schweigen als persönliche Beleidigung auf und widmen daher unseren Familiennamen der Eintreibung ihrer Schulden mit 10% Zinsen und einer schriftlichen Entschuldigung. Wenn diese Bedingungen nicht bis zum 24. Juli im Jahre des Herrn 1903 erfüllt sind, werden wir ihnen das Leben zur Hölle machen. Freundlichste Grüße, MLP. Ja, hat uns jetzt nicht wirklich weitergeholfen. Wow, Sir. Talk about home on the range. Das sieht aus wie mein Lagerhaus in Farm Together. Es hat genau die gleiche Optik. Oh, mal schauen, da ist was zum Drücken. There's no way this rusty ass button will activate these ropes or pulleys. Oder auch nicht. Na gut. Ich bin eine Frau, ich muss alles anfassen. If a zombie shows up, I have my weapon.
Ihr könnt jetzt lachen, aber das wäre so ziemlich genau das, was ich in dem Moment ganz sicher auch gedacht hätte. Moment, da war es im Boden. Damn, lots of info here. Nothing here. Okay, da war nichts am Boden. Aber wir können den Boden untersuchen. Das ist schon mal gut. Hier scheint eine Tür oder so zu sein. Just rotting wood. Oder einfach nur Holz. These hooks are used to lift haystacks. I saw them in a Friday the 13th movie. Habe ich auch gesehen, aber an den Teil kann ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht erinnern. Also zumindest nicht den Teil mit den Heuballen. Ah, the good old days. So, Eierspeck. Oh Gott, Eier 14 Cent. Das hätte ich jetzt auch gerne. Kaffee 1 Euro. Kokain 2 Euro, bitte. Tabak, Milch. Naja, gut, die Milch hat sich jetzt nicht so viel verändert, aber Eier ist natürlich schon... Ich denke mal, dass das mindestens 6 oder 8 Eier waren. Hat sich doch so many haystacks, so few needles. Ach, wir werden hier schon irgendwo eine Nadel finden. Hoffe ich. Truhe. Sehen wir uns die Truhe. Chloe would make a great detective too. Okay, mit ihr können wir noch nicht reden. Warum nicht? Wir haben doch jetzt alles durchgeguckt. Oder müssen wir rausgehen? Kommt uns dann irgendwie einer entgegen oder so? Heugabel. Ist hier noch irgendwas auf dem Boden oder so? Ah, hier ist noch Boden. Hier ist noch Boden, tolles Deutsch. Mensch, Max, seh doch mal genauer hin. Wow. Ah. What is this? It's totally brand new. Nimm die Mistgabel. Why? No, Supermax. You can't open this with your bare hands. Haben wir denn keine Schaufel oder so? Okay, Chloe. I found some kind of hatch, but it's locked. I got this. I hope. Let me know the second you need any help. Ja, ich brauche Hilfe. Ich brauche rohe Weibeskraft. No more secrets, Sean Prescott. I should go upstairs and get Chloe to help me. Ja. Wie komme ich denn da hoch? Ich hätte da so eine Idee. Wir könnten Plattform. Ach so. Klettern? Chloe, can you give me a hand? Vielleicht können wir das ja hochheben oder so. Sidekick at your service. Oder ich schmeiß mich jetzt einfach von oben nach unten runter und dann ist das Ding auch kaputt. I dig having minions. Muss ich jetzt noch weiter klettern? Alter Motor. Oh, ziehen wir einfach mal dran. Ist bestimmt nicht schwer, fällt uns sicher nicht auf den Kopf. Aber vor die Füße. Ach so, das ist zum Klettern, aber wir gucken uns das trotzdem an. That looks sturdy enough to stand on. Okay. Ich meine, das ist lustig hier, dieses Rumklettern, aber wie hilft uns das jetzt weiter, das Schloss zu öffnen? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Here's the other end of the rope. Das ist schön. Ich wäre trotzdem für die Lösung, dass wir das irgendwie da raushebeln oder so. Oh, ich will ein Foto machen. Hallo, Eule. Entschuldigung. Schlaf weiter. Oh, ich habe dich manuell belichtet. Good evening, Dr. Who. Hallo. Sorry. Brauchst dich nicht entschuldigen, ich bin genauso. Ja, können wir Chloe denn irgendwas sagen oder so? Weil das Seil ansehen bringt ja offensichtlich nicht viel. Haken. Anhängen. Hey, ah, Chloe. Okay. Can you attach the hook to that padlock? Oh, you are clever. I am all over this. Ich weiß, wie ich die Folge benennen kann. Indiana Jones spielen im coolen Start. Then you better step away from that hatch.
Sonst hau ich dir das Ding in die Fresse. Geh einen Meter weiter zurück. Ich zieh jetzt. Kavum! Nope. I can't pull this rope without tearing my flesh off. Scheiße. I need to hook this up to something heavier. Du hast gerade etwas runtergeworfen. Hier oben haben wir ja sonst nichts mehr, ne? Wo wir dann eventuell... Max, use your rewind and get that motor back up there. Ach so! Ja, können wir auch. Wenn das funktioniert. Bleibt dann das Foto von der Eule bei mir? Wo ist er? Hä? Willst du mich vergackeiern? So, Moment. Ich möchte aber trotzdem wissen, ob die Eule... Nee, das Foto brauche ich nicht mehr machen. Okay, gut, das ist zumindest gespeichert. So, dann hängen wir uns mal auf. Ach nee, den Motor hängen wir auf. Ziehen. Wieso ziehen? Ich denke, das muss ich runterdrücken. Du stehst im Seil, das ist dir klar. Ach so, in die Richtung, okay. Achtung, Chloe! Motor fällt! Wenn auch nicht zum Boden. So, that didn't work at all. Nee, ne? Finde ich auch. Ich hätte vielleicht Chloe vorher Bescheid sagen sollen, dass sie mir helfen soll. Wäre vielleicht ganz gut gewesen. Okay, haben wir das jetzt schon festgemacht? Haben wir schon festgemacht. So, Chloe, Moment. Häng mal dran. Also nicht hey, dich, Chloe, sondern das Schloss. Can you attach the hook to that padlock? Oh, you are clever. I am all over this. I will be done. Then you better step away from that hatch. So, 3 Meter Abstand, Chloe. Sollte jetzt funktionieren. Wenn das Ding nicht auf der Falltür landen würde. MacGyver strikes again. Do not fall. Yeah. Ich fall nicht runter. Ich bin Ladybug. So, Falltür, öffne dich. Damn, this is heavy. Finden wir jetzt das verschwundene Mädchen? Wurde es jahrelang in diesem Keller festgehalten? What is this? Eine Treppe. Max, Max, wie auch immer, kennst Do du keine Treppe? Need to say how weird this is? He just did. Who built this kind of place? A Prescott, of course. Oder jemand, der einen Bunker braucht. Wobei das nicht tief genug dafür wäre und nicht gut genug abgeschottet. Aber hat hier keiner bei Freitag der 13. beigebracht, dass man nicht einfach so in Kellern geht, ohne vorher abgesichert zu haben, dass oben die Tür nicht mehr zugemacht werden kann und so? This bunker is so surreal. Och nö. First a padlock, then a digicode. Someone really doesn't want visitors. This is too heavy to break, so I'll need a code. Wollt ihr mich denn verarschen? Ach so, Moment, wir haben 3 Zahlen, dann hole ich doch nochmal meinen alten... wir haben nur 2 Sachen, glaube ich, gehabt mit 3 Zahlen drin, ne? 543 und 542. Nehmen wir erstmal die 542. Yes! I thought that only worked in the movies. Ich bin Gott. Open Sesame. Und ich kann es nur noch mal betonen. Gut, dass ich mir die Zahlen aufgeschrieben habe. Stocked and ready for the apocalypse. This must have cost a fortune. Ja, das bringt bei einer Apokalypse aber nicht viel. Da sind ja gar keine richtigen Nahrungsmittel drin. What the hell is this?
gut, kommt man vielleicht mal ein paar Tage mit aus, aber eine Apokalypse dauert schon ein bisschen länger an, ne? More survivalist supplies. Water supplies. It's like in David's garage bunker. Sollte jeder in der Garage stehen haben oder im Keller. Look at these cans. David must shop at the same store. Aber ganz ehrlich, wer isst jetzt bitte Pilze oder was das waren, pur? Whoa. This says it all about Nathan. He needs help. Sehr geehrter Mr. Prescott, nach über 5 Jahren der psychiatrischen Behandlung Nathans habe ich den Eindruck, dass ich die Arbeit mit Ihrem Sohn abbrechen muss, da Sie meine ziemlich ernsten und unmittelbaren Vorschläge zur Bewahrung seiner Gesundheit und der anderer Personen ignoriert haben. Das Ausmaß von Nathans Problemen ist Ihnen wohl bewusst, aber ich denke, Sie weigern sich, die Rolle zu akzeptieren, die Sie in seiner mentalen Gesundheit spielen. Ohne Ihre Unterstützung kann ich Nathan nicht behandeln. So ist es ganz einfach. Ich fürchte. Ach so, so ist es ganz einfach. Ich fürchte, er entfernt sich noch weiter von der Realität, auch wenn er umgänglich erscheint. Ich habe meine Bitten um ein Beratungsgespräch mit Ihnen und Ihrer Frau ignoriert. Also muss ich annehmen, dass meine Dienste nicht weiter benötigt werden. Unabhängig davon sorge ich mich um Nathan und glaube, er braucht dringend Hilfe. Wenn Sie mit mir über diese Angelegenheit zu sprechen wünschen, bin ich jederzeit zu erreichen. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Jacobi. Ja, es ist mal ein anderer Doktor, immerhin. Okay, Klebeband, oh oh. Duct tape in a bunker is always a bad sign. Nee, nicht so wirklich, ne? Aber Hauptsache, man kann Fotos gucken. Keep searching, Chloe. That son of a bitch. Bauunternehmen Howard Rock. Stormbreaker Bunker. Verbindlicher Kostenvoranschlag 1.350.650. So. Unterschrift Ian Prescott. Okay. Aber mit Bunker lag ich da ja gar nicht mal so falsch, ne? Talk about tortured. Whoa. What is going on between Nathan and his father? Nathan, ich hab dir gesagt, ruf mich nie von deinem Handy aus an. Nur von den Wegwerfhandys aus, die ich dir gegeben habe. Ich will nicht, dass du meinen Namen öffentlich rausposaunst, was du idiotischerweise schon mal getan hast. Ich habe all das nicht in die Wege geleitet und meine Weisheit geteilt, damit du es mit deinen jugendlichen Wut versaust. Wir können zusammen eine Menge erreichen, aber du musst dich von mir leiten lassen. Oder du bist auf dich alleine gestellt. Let's see what's in here. Oh my God. No. Was? Keine weiteren Bilder? Chloe! Hilfe! Come on, let's see what this shit is all about. We are. Okay, a binder marked Victoria, but it's empty. Look, the next one says Kate. Oh no, Kate. No. God, I should have killed that bastard back there. Kate wasn't the first. All those binders are filled with other victims. Victoria has to be next. Nathan must be planning to dose her tonight at the Vortex Club party. Rachel. This can't be real. These are all post shots, right? Right? Chloe, look at her face. She's out of it. Maybe Nathan paid her a shitload of cash to do this. She probably would have. I don't think so. Why is he putting her in the ground like that? Where? The junkyard. Max, we have to find that spot now. Then we can see what he did. There's no way she's dead. No way. She posed for those pictures, Max. I know it. Please, let's go.
Oh my god. Rachel. Kate. All these files. This place actually feels evil. Wenn ich mir das Bild da hinten ansehe, auf jeden Fall. This picture is framed different. Rachel is awake and fucking furious. Rachel is passed out and she has something in her mouth. What happened to her? This shot is so staged. I can't believe it's real. I can't. Oh yeah, school suspension is a deal breaker in the Prescott family. Lieber Nathan, Direktor Wells hat mich informiert, dass du aufgrund verdächtiger Aktivitäten im Vortex-Club deinerseits suspendiert wurdest. Ich wollte dich nur wissen lassen, dass du erneut Schande über die Familie gebracht hast. Ich habe dir alles gegeben, was du je wolltest. Die Blackwell-Akademie und andere Dinge, die wir hier nicht erwähnen werden, eingeschlossen. Aber nichts ist je gut genug für dich. Du bist immer noch mein Sohn und ich will, dass wir unser Schicksal erfüllen. Dieser Tag rückt schneller voran, als dir bewusst ist. Also sei bereit, diese Verantwortung zu schultern. Dies ist meine letzte Warnung. S. Prescott. Katies Akte können wir aber, glaube ich, auch nochmal eben einsehen. Kate looks so doped up. She has no idea she's being posed. At least Kate was asleep through all this bullshit. Achso, das war's. Ah, the Apocalypse Entertainment System. I've never seen so much pricey equipment before. These newspapers are all about Rachel and Kate. Rachel gilt offiziell als vermisst. Das Wesen der Berichterstattung seit 1898. Suche nach beliebter Blackwell-Schülerin wird fortgesetzt. Geht Selbstmord. Achso, das war's. Somebody hikes their whiskey. That's an original signed illustration. Fits perfect in here. This must be the crap that Nathan gets from Frank. Needles. Gross. Bitte lächeln. So who's using this fancy tripod? Jeder gute Hobbyfotograf. Ich meine, meins sieht so ähnlich aus. Darf man jetzt nicht so laut sagen, ne? Wenn man bedenkt, wo das jetzt hier gefunden wurde. Hat er jetzt die Tür hinter mir zugemacht, oder was? Achso, ich dachte schon.